Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Tresor öffnen am Montag oder Dienstag. Ja, wir kennen sie alle, sogenannte Möbeltresore. Sie sollen Schutz da lassen. Unsere Millionen sollen dort sicher wahren. Ja, so sagen es zumindest die ganzen Hersteller. Das hier ist ein Tresor aus dem Baumarkt. Es besitzt ein sogenanntes Kombinationsfeld, wo man sich 4 Nummern eintippen kann und dann öffnet sich dieser Safe. Der große Schwachpunkt bei diesem Safe ist nicht der Stahlkorpus, nämlich der ist gewaltig, 3,5 mm dicker Panzerstahl. Da kommt selbst eine Flex nicht einfach so durch. Das Hauptproblem ist immer das sogenannte Schloss. Und hier wurde das billigste Schloss verarbeitet. Es ist einfach ein ganz normales Hausschloss. Und dort reicht es eigentlich, wenn man so eine Spitzschere nimmt, die kann man fürs Basteln kaufen, dort reingeht und kräftig in eine Richtung drückt. So, und das funktioniert mit jedem Tresor. Also aufgepasst, Leute. Scheiß-Tresore. Kuchenblech-Mafia, will ich mal sagen. So. Ach, Mist. Jetzt muss ich das hier nochmal. Jetzt muss ich natürlich hier rein. So. Schlagen wir das Ding nach rechts. So. Und einmal hier nochmal nach links. Und das Ding ist auf. Ohne das Ding irgendwie aufzuschweißen. Oder was? Oh, sieht ein bisschen dreckig aus, muss ich sagen. Mach mal da mal wieder zu. Wenn du was Richtiges haben willst, musst du natürlich mit Schobas rechnen. Was wir hier haben, ist ein sogenannter Panzergeldschrank der Kategorie, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ist das Ding mit einem, ist da Beton drin, richtiger Beton zum Bauen und so. Und da drin ist auch was drin, mal gucken, was da drin ist. Keine Ahnung, das heißt Doppelbadschloss, das sicherste Ding. Und da kommen immer die Leute, die sagen, ach, Doppelbadschloss kann man doch auch knacken. Funktioniert nicht so einfach. Weil du dann erst hier ein Loch reinbohren musst beim Doppelbadschloss. Hier rein. Also es ist ein komplizierter Scheiß. Und jetzt stell dir mal vor, du knackst dieses Ding hier. Und dann kommt nochmal ein Tresor. Dann denkst du dir wirklich, Gupferdami, was ist denn hier los, Digga? Und wenn du das dann knackt hast, kommt nochmal was. Dann denkst du dir auch, bin ich jetzt bekloppt oder was? Und wenn ich das Ding dann aufmache, dann kommt erstmal recht, what the fuck, da ist ja gar nichts drin. Hier, Leute, so ist das halt, wenn man irgendwo wohnt und ein Tresor hat. Und ich weiß sowas. Ich sag ciao, Leute. Ich hoffe, ihr kauft euch auch sowas. Ist echt praktisch. Hau rein. Ciao.